Ja, Phonetik und Phonologie der romanischen Sprachen. Es geht heute nochmal um Phoneminventare. Wir hatten ja das letzte Mal begonnen mit dem Phoneminventar des Spanischen. Und bei der Gelegenheit hatte ich auch das Konzept der Regeln vorgestellt. Wir werden später noch sehen, dass man das auch ohne Regeln machen kann. Regeln, also drei Arten von Regeln hatten wir kennengelernt, die eigentlich interessante Form der Regel, nämlich die kontextsensitive. Da gab es ja zum Schluss noch mal ein paar Fragen, deshalb habe ich das hier noch mal aufgegriffen. Also A wird zu B in einem bestimmten Kontext X. Deshalb kontextsensitiv, das ist natürlich interessant. Kontextfreie Regeln sind jetzt nicht so interessant, wenn wir keinen Sprachwandel betrachten, wenn wir also synchron uns die Sache anschauen. Denn wenn A immer zu B wird, dann hätten wir auch gleich B hinschreiben können. Das ist halt der Punkt, man macht das manchmal so, beim französischen R, da kommen wir heute noch drauf, da wird das manchmal so gehandhabt, dafür gibt es dann vielleicht auch Gründe, meistens sind diese Gründe aber diachron, also aus der Sprachgeschichte heraus zu lesen, und beim Sprachwandel schreibt man die Regeln ein bisschen anders, nämlich mit so einem Größerzeichen dazwischen, haben Sie ja gesehen, also A wird zu B. A wird zu B mit dem Pfeil, ist eigentlich mehr so eine Art Morphemstrukturbedingung. Also wenn A vorkommt, dann muss es wie B aussehen. Das soll dieser Pfeil andeuten, während das Größerzeichen andeutet, wird zu, also historisch gesehen, oder diachron. Ja, das Phonemsystem des Spanischen hatten wir uns angeschaut. Wir hatten gesagt, Vokalsystem ist einfach, allerdings nur, wenn wir die Phoneme anschauen, das ist hier ein bisschen seltsam notiert, weil die Phoneme hier in eckigen Klammern stehen. Das ist eigentlich das Zeichen für Phone, für Laute. Und wir haben ja tatsächlich auch verschiedene Öffnungsgrade, je nach Kontext. Sie erinnern sich, im Zusammenhang mit R und so werden im Spanischen auch Vokale geöffnet, das E und das O. Aber wenn man nur die Phoneme betrachtet, also es hätte eigentlich anders dargestellt werden müssen, das habe ich hier aus Pomino und Zepp, das musste ihnen entgangen sein, dann ist es tatsächlich nur dieses dreistufige System, denn historisch sind die beiden mittleren Stufen, die es mal gab, auf einer älteren Sprachstufe zusammengefallen und sind dann eben zu einem Vokal geworden und als Phonem, aber es gibt eben immer noch kontextabhängig verschiedene Realisierungen. Und wir werden sehen, auch in den anderen romanischen Sprachen zeichnet sich ab, dass immer die mittleren Stufen zusammenfallen. Die mittleren Stufen auch im Französischen werden wir das sehen, im Italienischen werden wir das sehen. Es ist also immer das Problem mit den mittleren Stufen, die offenbar allgemein dazu tendieren zu verschwinden. Das hängt möglicherweise mit dem gesprochenen Latein zusammen, wo schon Stufen zusammengefallen sind, da kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf und zeigt sich also bis in die heutige Zeit. Also im Französischen ist es gerade jetzt soweit, dass phonematisch auf jeden Fall, also was die Phonologie angeht, die Phoneme angeht, diese Stufen zusammenfallen und auch phonetisch gibt es da gewisse Probleme, also Schwankungen und so. Ja. Gut, das spanische Konsonantensystem, wie gesagt, die grünen Elemente sind die Phoneme, das andere sind Varianten, Realisierungsvarianten, je nachdem, welchen Autor Sie haben, das müsste man vielleicht noch hinzufügen, werden auch manche Varianten als Phoneme aufgefasst und dafür die anderen nicht. Also ich hatte jetzt neulich die Gelegenheit, da nochmal im Staatsexamen zu korrigieren. Und die Erstkorrektorin war also der Meinung, dass das, was ich hier als halbkonsonantes J angegeben habe, in Wirklichkeit so geschrieben werden muss wie diese Variante weiter oben, beziehungsweise dass in weiten Teilen Spaniens, das wissen wir ja, nicht in Spaniens, des spanischen Sprachraums, das palatale L eben zu einem J geworden ist, aber eben zu dem J, was wir da oben als Variante sehen, dieses mit dem Bogen unten. Also je. Also das hängt so ein bisschen davon ab, was man, also es gibt unterschiedliche Analysen, aber die Zahl der Phoneme ändert sich dadurch nicht. Ja,
Wir kommen dann zum Phonemsystem des Italienischen. Und da haben wir wieder das sogenannte romanische Vokaldreieck mit den beiden Mittelstufen. Und hier sei dann nochmal ganz deutlich gesagt, dass eben die beiden Mittelstufen nur in Mittelitalien eine Rolle spielen und in Süditalien, also Mittel- und Süditalien, die haben E und Ä und O und O als Phoneme. Und in Norditalien haben wir eigentlich das System, was wir auch im Deutschen haben, nämlich die geschlossene Variante, also E und O, die steht in offenen Silben und die offene Variante Ä und O steht in geschlossenen Silben. Also ist wie auf Deutsch eigentlich. Ne? Das heißt also, ein Norditaliener, wenn er sowas sagen will wie gut, sagt bene, bene, wie das auch ein Deutscher aussprechen wird, ist eine offene Silbe. B, offen, ne, die nächste Silbe. Bene, obwohl in Mittel- und Süditalien tatsächlich da ein Ä vorliegt, also bene, bene. Also das ist genau dieser Punkt, also die beiden mittleren Vokalstufen sind in Norditalien zusammengefallen und das ist der neuere Lautstand. Mittel- und Süditalien ist halt konservativ, da haben wir halt noch eine phonematische Unterscheidung zwischen E und Ä und O und O. Allerdings mit ganz wenig Beispielen. Die Beispiele sind meistens an einer Hand abzuzählen, meistens sind es ein oder zwei. Also das berühmte Beispiel für E und Ä ist natürlich Pesca, 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 das Fischgericht oder der Fischfang. Pesca und Pesca mit offenem Ä, der Pfirsich. Also das sind ganz wenige Beispiele. So, aber wir sehen, das ist ein bisschen komplexer als das, was wir im Spanischen haben, aber auch nicht viel. Gucken wir uns das Konsonantensystem an. Das ist das nochmal das Konsonantensystem des Spanischen. In dieser anderen Darstellung, wo ich halt die Nasalkonsonanten ganz nach oben geschrieben habe, damit die Okklusive, die Verschlusslaute zusammenstehen. Und die Nasale sind ja auch Verschlusslaute. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Italienischen, dann kann ich schon mal sagen, richten Sie Ihren Blick auf den palatalen Bereich, also da, wo das palatale N steht. Da sehen Sie gleich, das Italienische hat da mehr, hat eben das palatale N und dann noch palatale Affrikaten, C und J und Sch ist auch noch vorhanden. Ja. Im Spanischen haben wir nur das C an der Stelle. Ja, und dann gibt es auch noch postalveolare Affrikaten, also neben S gibt es auch noch Z und Z. Ja, ne? Und wir haben stimmhafte Varianten, also neben F, neben dem stimmlosen, bilabialen Frikativ haben wir auch noch W als stimmhafter und neben S auch noch die stimmhafte Variante S. Da kommen wir gleich noch drauf, das ist nämlich nicht ganz so einfach. Na, ansonsten sieht das sehr ähnlich aus, also hier nochmal der Vergleich. Spanisch, ne? Im Spanisch kommt noch das F dazu, zumindest beim Kontinentalspanischen. Und es werden zwei R-Laute unterschieden. Im Italienischen werden die R-Laute nicht mehr richtig unterschieden. Ja, das ist strittig, müssen wir vielleicht jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Gibt jedenfalls keine wirklich guten Minimalpaare. Und ja, das R ist strittig. Das machen wir nochmal extra. Und stimmhafte, stimmlose, frikative Konsonanten eben. Ja, und die Afrikaten. Und ein Sch, ein frikativer palataler Laut. Ja, das wäre es auch schon. Also nichts Besonderes. Aber jetzt gucken wir mal ins Detail. Und dann stellen wir Folgendes fest. Casa, da ist ein einfaches S zwischen Vokalen. Das wird, wenn man richtig Standarditalienisch aus Mittel- und Süditalien anschaut, ja, das wird tatsächlich stimmlos ausgesprochen. La casa heißt es, la casa. Ein bisschen wie im Spanischen. Das A ist allerdings leicht gelenkt im Italienischen in offener Silbe. Das ist eine offene Silbe. Casa, zwei offene Silben. In offener Silbe werden die Vokale immer leicht gelenkt, wird hier durch dieses eine Dreieck angedeutet. Also kein Doppeldreieck, sondern also ein einfaches, leichte Lenkung des Vokals. Bei der Realisierung, die Länge ist nicht phonologisch. Wir haben also immer erst die orthografische
Schreibweise, dann die phonologische Transkription und dann die Realisierung. Sie sehen, Casa, leicht gelenkt, ja. Dann haben wir die Rose. Und bei der Rose erkennen Sie, es heißt Rosa, Rosa, mit stimmhaftem S, Rosa. Also zwischenvokalisch haben wir stimmhaft und stimmlos. Und es gibt Minimalpaare von stimmhaft und stimmlos. Also es ist tatsächlich phonologisch relevant, die Stimmhaftigkeit des S. Man sieht es nicht in der Orthographie. Also wir haben hier zwei Wörter, die gleich geschrieben werden, aber unterschiedlich ausgesprochen werden. Also es handelt sich um Homographen oder homographe Wörter, die aber nicht homophon sind und damit eben auch keine Homonyme. Nämlich das Partizip fuso von fondere, geschmolzen, fuso, und die Spindel fuso, fuso mit stimmlosem S. Es ist natürlich jetzt auch kein häufiges Wort, Spindel. Die meisten Leute wissen gar nicht, was eine Spindel ist. Denken immer, es ist eine Art Spinnrad. Nein, die Spindel ist ein, meistens so eine Art Stein, so ein Gewicht, ne, was man beim Spinnen benutzt, damit die verschiedenen, ne, damit sich überhaupt so ein Faden bilden kann aus den einzelnen Fasern. Ne. Das ist eine Spindel. Und das ist heute nicht mehr so gebräuchlich. Man spricht also nicht so oft über Spindeln. Und deshalb ist das ein Wort, was viele, auch Italiener, nicht mehr kennen. Fuso, aber Fuso, geschmolzen, kennt man natürlich das Partizip von fondere. Und damit wäre auch schon die Zahl der Minimalpaare ausgeschöpft. Es gibt gar nicht viel mehr. Also es gibt wahrscheinlich sogar nur dieses eine Minimalpaar. Da können Sie sich vorstellen, dass der Unterschied zwischen S und S, zwischen Vokalen, verschwindet. Und das ist auch so, wenn Sie in die heutigen Dialekte schauen, zum Beispiel nach Norditalien, und die Norditaliener sind ja sehr stark auch vom deutschen Sprachraum bzw. von den germanischen Sprachen beeinflusst, und da hören Sie tatsächlich Casa, Casa statt Casa. Also Casa wird so behandelt wie Rosa, Casa stimmhaft, obwohl es eigentlich im Standard Casa heißen müsste. Nun werden Sie sagen, gut, die Norditaliener zählen für mich nicht. Na gut, wenn Sie unsere Lektoren fragen, das sind alles Norditaliener, die werden alle Casa sagen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich guck mal, was die Süditaliener und Mittelitaliener machen, und da stellen Sie fest, dass gerade in Süditalien auch viele Leute inzwischen Casa sagen, statt Casa, und zwar beeinflusst tatsächlich durch die norditalienische Aussprache. Also das setzt sich fort, sodass wir eine entstehende Regel, die also jetzt gerade entsteht, eine entstehende Regel im Italienischen haben, dass zwischenvokalisches S, also einfaches S, eben stimmhaft auszusprechen ist. Ja, und damit ist die phonologische Opposition zwischen S und S aufgehoben. Aber wenn es sowieso nur das Beispiel Fuso gibt, wo das relevant ist, dann kann man wirklich die Sache auch vernachlässigen. Ja, also, es entsteht eine neue Form des Italienischen, kann man sagen, in der die Regel gilt, zwischenvokalisches S wird stimmhaft, so wie in Rosa, in Casa. Ja, wie kommt das? Wir hatten zwischenvokalisch im Italienischen zunächst mal tatsächlich nur stimmlose S-Laute, so wie in Casa, das ist ein altes, ererbtes Wort. Später kamen Lehnwörter dazu, das Wort Rosa ist ein solches. Ist aus dem Provenzalischen ins Italienische gekommen, also jetzt Okzitanisch genannt, also aus Südfrankreich. Und dadurch sind halt neue Laute dazugekommen. Und man hat dann auch wahrscheinlich unter Einfluss anderer Sprachen, hat man beim Partizip eben auch eigentlich ursprünglich stimmlose S stimmhaft werden lassen. Und ja, so ist das dann. Also eine Tendenz, die schon lange andauert und nicht erst in neuester Zeit ins Italienische gekommen ist. Ja, schauen wir uns noch ein paar andere Beispiele an. Hier Piazza und Mezzo. Sie sehen, grafisch ist da immer ein Doppel-Z. Und wenn Sie genau hinhören, dann erkennen Sie, Piazza ist stimmlos. Und Mezzo ist stimmhaft. Hier habe ich es nochmal transkribiert. Piazza, Mezzo. Mezzo, Piazza.
Na, wie kommt das? Natürlich ein bisschen unpraktisch, weil wir ja Italienisch lernen, wenn wir es lernen, ausgehend von der Schrift. Und dann wissen wir nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Gut, manche Wörterbücher helfen, indem sie dann unter die stimmhafte Variante noch zwei Punkte drunter machen oder eben eine Lautschrift angeben dahinter. Muttersprachler wissen das. Und diejenigen, die Latein können, wissen auch, wo das herkommt. Das ist nämlich etymologisch bedingt. Piazza kommt von lateinisch Platia, Platia, da sehen wir ein T. Und Mezzo kommt von Mezzo, ich habe es auch falsch ausgesprochen, kommt von lateinisch Mediu, Mediu. Und da sehen Sie ein D und das D ist natürlich stimmhaft, deshalb haben wir Mezzo stimmhaft und Piazza stimmlos. Da hat sich also tatsächlich ein Unterschied erhalten aus dem Lateinischen, der halt für Italiener kein Problem darstellt. Die wissen halt, wie es ausgesprochen wird, aber da es eben grafisch nicht dargestellt wird, ist das für Lernende des Italienischen schwierig. Ja, ich habe hier in der Transkription nur ein Z oder Z geschrieben. Manchmal sehen Sie das mit gelenktem Z, also mit 2T oder 2D. Das ist unklar. Die Orthographie legt nahe, dass es sich um einen längeren Laut handelt, durch die Doppel-Z-Schreibung. Es gibt ja auch das einfache Z im Italienischen. Aber wenn man es genau untersucht, stellt man fest, dass es zwischen langem und kurzem Z in der Graphie bei der Aussprache keinen Unterschied gibt, dass also offensichtlich das immer lang bzw. immer kurz ist. Also ist eine gewisse Schwierigkeit. Auch da bildet die Orthographie nicht exakt das ab, was man hört. Ja, und es ist halt strittig, ob es bei Piazza in irgendeiner Form eine Längung gibt oder bei Mezzo eine Längung. Ja. Interessanterweise gibt es fast sowas wie ein Minimalpaar zwischen Z und Z, obwohl man das orthografisch nicht schreibt, aber nur fast ein Minimalpaar. Da muss man schon ziemlich tief ins Italienische einsteigen und ein Wort suchen, was wenige Italiener wirklich kennen. Und hier haben wir es, nämlich es gibt ein Wort, was vor allen Dingen in Mittelitalien bezeugt ist, Norditaliener kennen das meistens nicht. Das heißt mezzo, mezzo und bedeutet faul. Faul nicht im Sinne von wenig arbeiten, sondern von Obst, was verfault ist. Frutta mezza, kann man sagen. Faule, faules Obst. Kommt von lateinisch mitius, mitius, eigentlich mitis, mitius, eine Steigerungsform. Und ja, daher kommt das und das ist tatsächlich mit stimmlosem Z. Aber, und deshalb ist es kein richtiges Minimalpaar, mezzo ist mit offenem E und wird mit offenem E gesprochen in der Toskana, in Mittel- und Süditalien. Und das mezzo hat ein geschlossenes E. Da sieht man halt, da ist noch ein weiterer Unterschied. Das ist also kein richtiges Minimalpaar. Wir erkennen also, es lässt sich kein richtiges Minimalpaar zwischen Z und Z finden im Italienischen. Daher ist es wirklich ein Phonem, oder eine Phonemopposition zwischen Z und Z, die sehr randständig phonologisch ist, weil es halt so wenig Beispiele gibt. Und damit ja, ist es nicht so wichtig. Das ist eben auch der Grund, warum man im italienischen Unterricht gar nicht so richtig drauf achtet und warum eben möglicherweise auch Norditaliener das nicht immer so genau hinbekommen und so. Also das ist halt so ein bisschen Expertenwissen. Und in der normalen, also gerade in der didaktischen Italienischen spielt es keine Rolle, weil man halt, ja, weil es halt wirklich ein Phonem ist, was nicht richtig funktioniert. Was also nicht richtig Bedeutungsunterschied. So, schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an. Also wir hatten diese palatalen Affrikaten, Giovane, Entschuldigung, geschlossenes O natürlich, Giovane. Oder Ciao, stimmlos.
Wir haben einen Frikativ, Ski, Ski, ne? Die Ski, mit denen man fährt. Ne? Und ja, das untere habe ich Ihnen nochmal aufgeführt, um Ihnen zu zeigen, dass es einmal ein palatales L gibt, ne? Was GLI geschrieben wird. Und hier nochmal die Stimmhaftigkeitsassimilation. Svelja, Svelja, der Wecker, Svelja, Svelja, mit geschlossenem E, Svelja, kommt von ex-vigilare, und deshalb mal geschlossenes E, Svelja. Ja, es gibt einen gewissen, also es gibt zwei Probleme mit diesen Wörtern. Erstmal, wie ist die Aussprache dieser Afrikaten, J und Tsch? Ich habe Ihnen die hier so als ja, palato-alveolare Frikative aufgeschrieben, aber je nachdem, wo Sie in Italien sind, und besonders in Mittel- und Süditalien, wo man ja wohl das beste Italienisch spricht, gut, in der Toskana vielleicht, aber wenn Sie weiter nach Süden gehen, dann stellen Sie fest, das sind keine palato-alveolare, also kein J und kein Tsch, sondern dort wird das Palatale ausgesprochen. Da hätten wir sowas wie ein Giovane, 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 G. Das ist eben das, der Laut, den man mit umgekehrtem F in IPA angibt. Oder Ciao, gut, Ciao ist natürlich ein norditalienisches Wort, aber da würde dann Ciao etwas palataler ausgesprochen werden. Transkription ist das C, ja, an der Stelle. Also je nachdem, wo man ist, wandelt sich die Aussprache leicht. Also es ist, das Phonem ist konstant, aber die Realisierung ist abhängig davon, wo man sich aufhält. Wahrscheinlich ist auch diese palatalere Aussprache, gerade bei G, die ursprünglichere. Und in der Toskana ist dann eine nach vorne Verlagerung, also aus dem palatalen Bereich in den palato-alveolaren Bereich vonstatten gegangen. Und das führt eben dazu, dass wir jetzt diese Laute haben, die in der Regel so transkribiert werden, wie Sie hier sehen. Nur, es ist nicht überall in Italien die Aussprache, die wir hören. Es gibt verschiedene Realisierungen, die sind aber wirklich auch regional markiert. In der Regel, in den Lehrbüchern finden Sie immer diese Transkription. Das ist dann das, was dem Standard entspricht. Ja, und dann gibt es noch ein interessantes Problem. Diese Laute, diese Afrikaten und auch der Frikativ und das palatale L sind offenbar länger als andere Laute. Gut, liegt natürlich nahe. Wir merken, die Afrikaten bestehen ja aus so einem Verschluss und dann einer Lösung des Verschlusses. Naheliegend. Beim Frikativ Schi ist es nicht so richtig naheliegend. Aber die sind offensichtlich länger als die anderen Laute. Jedenfalls können diese Laute nicht noch zusätzlich gelenkt werden. Denn alle anderen Konsonanten im Italienischen können verdoppelt werden, können gelenkt werden, also können zu Langkonsonanten werden. Oh, kennen das Fatto, getan, Fatto oder Tatsache, Fatto wird lang gesprochen. Und das gilt für alle Konsonanten. Also von allen Konsonanten, hier habe ich nochmal die Liste, von allen hier nicht farblich hervorgehobenen Konsonanten gibt es eine lange und eine kurze Variante. Wir sehen nachher noch Beispiele. Nur nicht von denen, die hier farblich hervorgehoben sind. Also ny, 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 der Halbvokal U, der velare Halbvokal oder labiovelare Halbvokal, der steht ja hier zweimal, das ist kein Fehler. Der wird mit den Lippen gebildet und indem die Zunge hinten hochgehoben wird, das ist labiovelar, der kann nicht gelenkt werden. Das J kann nicht gelenkt werden, also die Halbvokale generell nicht. Also diese hier orange hervorgehobenen Laute, die gibt es nur in einer Länge und die sind offensichtlich länger als die üblichen. Die anderen können gelenkt werden. Eine weitere Ausnahme, die habe ich vorhin schon erwähnt, sind diese Afrikaten Z und S, die orthografisch so aussehen, als würden sie gelenkt, bei denen man aber nicht weiß, ob die nicht sowieso schon lang sind. Also da ist so ein bisschen ein Problem.
Manche analysieren die manchmal als länger und manchmal als kürzer. Aber eben die orangefarbenen, da ist ganz klar, die gibt's nur in einer Längungsstufe. Die sind nicht längbar. Sie sind orthografisch zumindest manchmal als Doppellaute gekennzeichnet. Die sind halt ein bisschen seltsam. Die anderen gibt's halt in einer langen und kurzen Variante. Mir fällt gerade auf, dass ich, glaube ich, einen... Nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Tsch und J, hatte ich vorhin gesagt, sind auch immer lang. Ja und nein. Unter bestimmten Umständen kann ich die überlang aussprechen. Da komme ich dann auch noch drauf. Deshalb sind die nicht farblich hervorgehoben. Das geht nicht bei J, Sch, J, W und Re. Die sind sozusagen immer an sich schon lang. Bei Tsch und J gibt es nochmal ein Sonderproblem. Da komme ich dann noch drauf. So, also lang und kurz. Hier kann man es nochmal sehen. Fato, das Schicksal. Fato, getan. Gleichzeitig ist der Vokal dann kürzer, beziehungsweise in offener Silbe werden Vokale halt immer etwas gelenkt. Das ist Fato, ist eine offene Silbe. Fato ist halt das A etwas gelenkt. Bei Fato haben wir eine geschlossene Silbe durch den Langkonsonanten. Fato, der Langkonsonant ist ambisyllabisch, wie man sagt. Er schließt also die eine Silbe und ist dann aber eigentlich der Anlaut der nächsten Silbe. Fato. Langes T. Und das ist auch die bessere Transkription, indem man das T mit so einem Längenzeichen dahinter macht. Sie sehen aber oft, gerade in der phonologischen Transkription, dass dann zwei T dahingeschrieben werden. Obwohl das nicht so ganz stimmt. Es wird nicht Fato gesprochen, also der Laut ist nicht zweimal da, sondern er ist einmal da und gelenkt. Fato. Ja. Wie gesagt, in der Realisierung dann das erste A in offener Silbe leicht gelenkt, Fato, in der zweiten Silbe, im zweiten Beispiel Fato, das A ist kurz. Hier haben Sie noch mehr solche Beispiele. Caro, und da sehen Sie, es gibt tatsächlich zwei Rs, aber das zweite R ist sozusagen eine Art Doppel-R, also ein gelenktes R. Genauso wie bei Fato, wir schreiben ja auch nicht langes und kurzes T dahin, sondern wir sagen einfach, alle Konsonanten bis auf die Ausnahmen, die ich erwähnt habe, gibt es in einer langen und einer kurzen Variante. Nona oder Nonna. Nona, neunte, Femininum, neunte Stunde. Und Nonna, die Großmutter, Nonna. Gut, wir haben jetzt hier Konsonanten im Wortinneren, die es in einer langen und kurzen Variante gibt. Also Länge ist distinktiv, Konsonantenlänge. Außer bei den Konsonanten, wo das nicht richtig geht. Die Farbe ich hervorgehoben. Jetzt gibt es da noch ein zusätzliches Phänomen. Das macht das Italienische doch besonders. Wir haben ein Phänomen, wenn man sich fragt, was ist das Besondere des italienischen Konsonantismus, dann ist das die Initialfortisierung. Die gibt's aber auch nur im Mittel- und Süditalien. Da die Initialfortisierung meistens nicht geschrieben wird, ist sie nicht verbindlich für alle Italienischsprecher, also nicht für Norditaliener verbindlich. Aber in Mittel- und Süditalien ist das ganz charakteristisch. Und zwar, wenn ein Wort auf einen betonten Vokal endet, dann wird das nächste Wort mit einem langen Konsonanten am Anfang gesprochen, sofern der Konsonant gelenkt werden kann. So, Caffè caldo, der heiße Kaffee, Caffè caldo. Und das K ist länger gesprochen. Man sieht das sogar in der Orthographie, wenn die beiden Wörter zusammengeschrieben werden. Also der Milchkaffee zum Beispiel, den kann ich in zwei Wörtern schreiben, Caffè latte. Ich kann ihn aber auch in einem Wort schreiben und dann muss ich zwei L schreiben. Caffè latte. Nochmal zur Information. Der Milchkaffee heißt Caffè latte. Viele Leute, auch die gut Italienisch können, sind der Meinung, dass Milchkaffee Latte Macchiato heißt. Das ist natürlich falsch. Latte Macchiato ist der Kinderkaffee, also Milch, in den man für die Kinder einen Tropfen Kaffee reintut, damit die ja vielleicht auch wacher werden oder so. Aber das ist eben der Kaffee für die Kinder und für deutsche Touristen. Gut. Ja, die Italiener wundern sich immer, warum die Deutschen sowas trinken.
Also Erwachsene. Also Latte Macchiato trinken sie besser nicht, fallen sie immer unangenehm auf. Ist auch meistens teurer. Kaffee Latte trinken sie. Ist teurer, weil die Milch ja teuer ist. Ja, Più Tosto, da sehen Sie auch, wenn Sie Più und Tosto zusammenschreiben, das können Sie machen, in der Bedeutung eher lieber oder so schreibt man das zusammen, dann tauchen da auch zwei T's in der Orthographie auf. Wenn es nicht zusammengeschrieben wird, ist da auch ein langes T, aber man sieht es nicht. Più Tosto, genau. Ja. Und Sie können, es gibt noch einen, deshalb steht da unten La Casa, da ist erstmal nichts lang, La Casa, das Haus, aber da gibt es auch einen Gegensatz, es gibt das auch nochmal mit langem K, nämlich mit der Präposition, a casa, La Casa, a casa, da sehen Sie, das K ist länger. La casa, a casa, zu Hause, a casa. Ja, ja, zu Hause. Genau. Warum ist hier eine Längung? Wir haben ja vorher keinen betonten Vokal. Das La hat keinen betonten Vokal und das A ist auch nicht besonders betont. Zu Hause. Ja, das ist ein Einsilbler, der gar keinen Akzent hat. Ein Klitikum. Also etwas, was sich anlehnt an das nächste Wort, keinen eigenen Akzent hat. A casa, der Akzent ist eindeutig nicht auf dem A, sondern auf dem casa. Wie kommt es hier zur Längung? Und das ist halt die Frage. Bei Più sieht man den Akzent, aber in Wirklichkeit in Più Tosto ist es ja eigentlich auch nicht betont. Da ist zwar ein Akzent drauf, aber es ist nicht betont. Naja. Wir kommen der Sache etwas näher, wenn wir überlegen, was steckt da etymologisch dahinter. Denn wieder zeigt sich, dass das Lateinische, das gesprochene Latein, hier so ein, ja, spielt irgendwie noch eine Rolle. Es ist irgendwie persistent, obwohl es ja nicht mehr da ist. Aber die Italiener, zumindest in Mitte- und Süditalien, also einschließlich der Toskana, sprechen noch Dinge, die gar nicht mehr da sind. Nämlich Più geht auf Plus zurück. Und diese Längung kommt tatsächlich von dem S in Plus. Plus auf Deutsch. Dieses S ist weggefallen, aber die Spur, die es hinterlässt, ist eben tatsächlich diese Längung des nachfolgenden Konsonanten. Ja, und das Gleiche ist natürlich auch bei A casa. At steckt dahinter, at. Man merkt, sieht das auch manchmal. Vor Vokalen kann ich aus dem A auch ein at machen. Als Variante, das gleiche mit et, und das ist natürlich dann auch, führt natürlich auch zur Längung, also nach und, e wird auch gelenkt. A casa, eigentlich ad casa, und das erste D, und das D ist ausgefallen und führt dann aber zu einer Längung des Ks, das danach kommt, hier C geschrieben, a casa. Ja, also Sie sehen, da gibt's Besonderheiten. Ja, und warum nach betonten Vokal? Na, die meisten Wörter, die auf betonten Vokal enden, wie zum Beispiel Virtu, die Zugung, die Tugend ist eigentlich ein Wort, das mal länger war. Virtude, ne? Virtudem, Virtus, Virtudis, Virtudem. Da ist also auch ein D ausgefallen und das führt zur Längung des Konsonanten, denn des nächsten Worts. Bei Kaffee ist leider nichts ausgefallen. Das ist halt, irgendwann hatten sich die Sprecher des Italienischen so daran gewöhnt, dass man nach dem betonten Vokal irgendwie was lenkt, weil da offenbar immer was ausgefallen ist, dass sie dann, als sie das Wort Kaffee entlehnt haben, das ist ja ein Lehnwort, das auch so behandelt haben, als sei da was ausgefallen. Es gäbe es irgendein Kaffee-Dämmen oder so, aber das ist natürlich kein lateinisches Wort. So. Also hier nochmal die Tabelle, die Sie schon kennen. Und bei Tsch und J, bei denen es eigentlich keine richtige Längenunterscheidung gibt, ist es dennoch so, dass wenn das zum Beispiel
in einer Initialfortisierungsposition steht, dass dann tatsächlich eine Überlängung stattfindet. A-cho zum Beispiel. A plus cho. A-cho. Da haben wir so eine Art Überlängung. Deshalb ist das ein Sonderfall. Und dann habe ich noch das M hervorgehoben. Was ist mit dem M? Ja, das M ist in Italien sehr auffällig. Und zwar wird das M südlich der Toskana, also in der Toskana nicht, aber sobald sie südlich der Toskana sind oder auch westlich der Toskana, in Gesamt-Mittel-Süditalien und Sizilien automatisch gelenkt. Da haben sie immer ein langes M, wenn es zwischen Vokalen steht. Allerdings nur das Phonem, wenn es nicht phonematisch ist, sondern aus Assimilation hervorgeht, das kommt ja beim Italienischen auch vor, dann ist es nicht gelenkt, aber das phonematische M, gut, das eben zwischen Vokalen steht, das wird spontan gelenkt, auch wenn da, wenn es da gar keinen Grund gibt. Ne? Also Lamma, ne? Da haben sie alle M's entlang. Lamma. Und da fragt man sich, wie kommt das, wenn überhaupt keine Fortisierung vorliegt? Das ist halt eine Besonderheit. Spontane Längung des M's. Ja, deshalb habe ich das hier nochmal angeführt. Ist aber nicht wichtig für den Standard, sondern ist ein dialektales Merkmal. Aber ein sehr auffälliges. Ich habe ja sehr viel geforscht in Mittelitalien, also nicht so sehr in Süditalien, mehr in Mittelitalien. Und das ist mir halt sehr deutlich aufgefallen außerhalb der Toskana. Sobald sie nach Umbrien oder ins Latium kommen, da fällt es auf. Sehr stark südlich von Rom und sehr stark in der Gegend von Neapel, da haben sie halt wirklich diese spontane M-Längung. Initial, aber auch im Wortinneren, eigentlich jedes M ist gelenkt. Ne? Also wenn Sie an dieses berühmte Lied denken über die Seilbahn auf dem Vesuv von Nicoli, von Nicola, ne, da heißt es im Refrain immer Jam, Jam. Und da hören Sie ganz klar ein langes M, Jam, wo das da gar nicht sein dürfte, denn das ist lateinisch Eamus, ne, wir gehen, Ihre, ein Wort, was im Standarditalienischen so nicht existiert, Andare heißt es da ja, aber in Mittelitalien ist es erhalten geblieben, das Wort für gehen, und Jamme ist also Eamus, das ist ein einfaches M an der Stelle, man wird aber, wenn die das da singen, also egal wer es singt, ne? Gut, Pavarotti vielleicht nicht, weil der aus Norditalien ist, aber wenn da, wenn sie also irgendeinen neapolitanischen Sänger haben, also zum Beispiel Caruso, dann singt der natürlich Jamme, also ja ein eindeutiger langes M, Jamme. Und das ist diese spontane M-Länge. Gut, ja, die Zeit schreitet fort. Ich könnte Ihnen noch sehr viel mehr zum Italienischen erzählen, aber da wir wenig italienische, also italienische Studenten haben, die sich hier für Details interessieren könnten, denke ich mir, wir gehen gleich zum Französischen. Ja. Dann haben Sie das Phonemsystem des Französischen auch noch. Und phonologische Prozesse kommen ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Da können wir dann auch wieder italienische Beispiele nehmen. Das Italienische ist sehr, sehr interessant, weil es dort wirklich viele, viele Assimilationsprozesse gibt. Viele phonologische Prozesse, die man dann auch mit Regeln oder wahlweise auch ohne Regeln darstellen kann. Also diejenigen, die jetzt tatsächlich Italienisch als Schwerpunkt haben, können sich da sehr genau informieren. Ich habe in meiner Einführung in die italienische Sprachwissenschaft ein ganzes Kapitel über phonologische Prozesse geschrieben, und da können Sie sich ganz genau informieren, wie das alles, was da alles vonstatten geht. Aber das würde hier vielleicht zu weit führen. Deshalb kommen wir zum Französischen. Das Phonemsystem des Französischen. Es überrascht wenig. Wir haben wieder das romanische Vokaldreieck mit diesen Stufen E und Ä und O und O, was Grundlage des Französischen ist. Aber im Laufe der Lautentwicklung sind noch Phoneme dazugekommen. Nämlich das Ü, das ist ursprünglich aus dem U hervorgegangen. Das U ist nach vorne verschoben worden, am vorderen gerundeten Vokal Ü. Ne? Deshalb ist das hier auch so aufgeschrieben. Wir wundern sich immer einige Leute, die sagen, ja, aber Ü ist doch U. Nein, Ü war mal U, aber es ist jetzt ein vorderer Vokal, ist also ganz eng phonetisch verwandt mit dem I. Der Unterschied zwischen I und Ü ist nur die Lippenrundung. Ne?
Also wenn Sie ein I sprechen und die Lippen runden, kommt da ein Ü dabei raus. Ü. Und das gleiche mit dem E, das hat auch ein gerundetes Pendant, Ö. Das ist zwar auf komplizierte Weise entstanden, Sie sehen das noch in der Orthographie. Es wird meistens EU geschrieben, das heißt, es gab da mal einen Diphthong, EU. Und dieses EU ist monophthongiert worden und daraus ist das Ö entstanden mit der Variante Ö, der offenen Variante, sodass wir da eben noch vordere gerundete Vokale haben. Dann hat es mal zwei A-Laute gegeben, ein geschlossenes A und ein offenes A, die heute im Phonemsystem des Französischen praktisch nicht mehr unterschieden werden. Also marginal kann man das noch machen, Tache und Tache kann man unterscheiden, aber das ist wirklich nur marginal. Also A und A sind meistens zusammengefallen. Also es gibt praktisch kaum Minimalpaare. Das längere A hat die Tendenz, offener ausgesprochen zu werden. So kann man vielleicht sagen. Ja. Hintere Vokale, klar, hatten wir schon. Dann habe ich noch hier in Magenta das Schwa hervorgehoben. Da kann man sich streiten. Je nachdem, welche phonologische Analyse man macht, kann man das Schwa als Phonem ansehen oder auch nicht als Phonem ansehen. Ich glaube, für unsere Zwecke ist es leichter, wenn wir es als Phonem ansehen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, eine Analyse zu machen, in der das Schwa keinen vollen Phonemstatus hat. Wir werden das gleich noch sehen, was passiert. Oft ist vorhersehbar, ob da ein Schwa steht oder nicht. Also werden wir noch sehen. Das sind immer noch nicht alle Vokale. Sie sehen, das sind schon sehr viele im Vergleich zu Spanisch, Italienisch oder auch Romanisch. Und hier haben wir nochmal das romanische System, was ja auch im Italienischen vorhanden ist und im Spanischen noch reduzierter vorhanden ist. Und Sie sehen, es sind hier deutlich mehr Vokale als Phoneme. Es geht hier nur um Phoneme. Nur der Status von Schwa als Phonem ist wirklich umstritten. Wir werden gleich noch sehen, O, O, E, E sind Fallen, haben auch die Tendenz zusammenzufallen. Aber das ist jedenfalls erstmal so das Basissystem der französischen Oralvokale als Phoneme. Und Sie sehen schon, Oralvokale, es gibt natürlich noch mehr. Es gibt auch die Nasalvokale, A und O. Und für besonders gebildete Sprecher auch noch Ä, was da in der Mitte ist, was aber die Tendenz hat zu verschwinden und durch Ä ersetzt zu werden. Ja. In manchen Gegenden Frankreichs, insbesondere in Paris, nähern sich auch die hinteren Nasalvokale an, sodass man auch da schon vorhersagen kann, dass die vielleicht verschwinden, zusammenfallen werden. Aber so ist das derzeitige System der Phoneme im Bereich der Nasalvokale. Ja, und jetzt kommen wir zu den Konsonanten. Und da können wir wieder den Vergleich ziehen. Hier haben wir das Italienische. Ja, wir sehen, da im palatalen Bereich ist sehr viel. Und wenn Sie da jetzt das Französische daneben halten, stellen Sie fest, im palatalen Bereich ist alles reduziert. Hier gibt es nur noch dieses J in Klammern, das ist ein sogenanntes marginales Phonem. Da komme ich nachher nochmal drauf. Das gibt es nur noch in Fremdwörtern. Und das andere eingeklammerte oben, also das velare N, ist auch in Klammern. Das gibt es auch nur noch marginal in, ja, Fremdwörtern oder Pseudo-Fremdwörtern. Das müssen wir gleich nochmal genau an Beispielen uns anschauen. So, die nicht eingeklammerten sind halt die Konsonanten, die als Phonem im Französischen eben vorhanden sind. Wir müssen nochmal vergleichen. Hier im palatalen Bereich, im Italienischen alles weg. Und hier also ein wesentlich einfacheres System. Das Einzige, was ein bisschen komplexer ist gegenüber dem Italienischen, es gibt noch einen zusätzlichen Halbvokal, nämlich der, der mit dem Ü in Verbindung steht, das ist dieses umgedrehte H, Ui, kann man auch gleich noch drauf kommen. Ja, wie kommt das? Warum haben wir nur noch so ein marginales J und alles andere ist da im Afrikatenbereich verschwunden? Naja, es hat eine Lautentwicklung gegeben. Hier sind zwei Beispiele, die Sie kennen, Chef und Journal. Ne? Und das war im Altfranzösischen noch Chef oder je nach Dialekt Chief, deshalb auch auf Englisch Chief. Da ist Chief
halt in der alten Lautung, in der altfranzösischen Lautung mit dem Tsch erhalten geblieben oder Journal, Journal mit J am Anfang, das ist die altfranzösische Lautung. Im Neufranzösischen ist es vereinfacht worden zu Journal und Chef eben zu Chef. Also das wäre im Englischen Chief haben, hängt damit zusammen, dass das Anglo-Normanische eben, es kommt ja von Caput, das Wort, da ist das A nicht zu E geworden, sondern nach diesem Palatal, der aber auch durch das A erst ausgelöst worden ist, ist es dann zu Chief geworden, also das Chief ist dann später zu Chief monophthongiert worden, also ist tatsächlich eine altfranzösische Lautung, die wir im Englischen haben. Das gleiche bei Journal. Journal. So, noch eine kurze Erklärung zu dem R. Ich habe hier mal in den phonologischen Transkriptionen, das häufig so dargestellt wird, den Großbuchstaben R genommen. Der gibt eigentlich einen uvularen Vibranten wieder, also sowas wie R. Und dieser uvulare Vibrant wird aber heute im Französischen nicht mehr so realisiert. Also nur noch Edith Piaf macht das, wenn die dann singt, ja, rien, und sowas, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Und da haben sie dieses R. Und das wird so nicht mehr realisiert. Das R wird eigentlich immer als uvularer, Approximant realisiert, der nicht mehr vibriert, also lang vibriert, als Trill, sondern der Trill, sondern nur einmal kurz, beziehungsweise es ist sogar so eine Art Frikativ, stimmhafter, uvularer Frikativ. Also ganz kurz. Und das wird durch ein umgekehrtes R dargestellt und das ist die übliche Realisierung. Wenn Sie sich aber angucken, wie transkribieren das Leute, die sich mit Phonologie beschäftigen, also die jetzt keine phonetische Transkription machen, dann muss das umgekehrte R dahin. Dann werden Sie feststellen, dass viele dieses altertümliche R dahinschreiben, den Großbuchstaben R, und dann eben eine kontextfreie Regel haben, dass das immer anders realisiert wird. Das ist natürlich dann möglicherweise problematisch, wenn man das so macht. Ich finde das nicht so gut, aber Sie finden das in den phonologischen, wohlgemerkt phonologischen Transkriptionen. Manche Leute schreiben auch das kleine R hin, also das eigentlich ein Zungenspitzen-R ist, in die phonologische Transkription, also zum Beispiel bei Schwarze Lahiri sehen Sie das, und da steht dann im Text, wird realisiert, aber als R, also als das umgekehrte R. Oder auch in dem kleinen Heft von der Internationalen Phonetischen Gesellschaft wird auch das kleine R genommen für die Transkription und oben in den Anmerkungen steht, bitte realisieren als uvulares R. Kann man so machen. Leider ist es so, dass viele, auch gerade Französischlektoren, die sich so ein bisschen oberflächlich mit Transkriptionen beschäftigt haben oder Lehrbuchautoren, also im früheren Lehrbuch aus dem Huber Verlag, mit dem ich Französisch gelernt habe, da war auch immer das große R verwendet worden, aber für die phonetische Transkription, naja, da wusste einer nicht richtig, wie das geht. Oder das Buch war wirklich so alt, dass das noch aus den Zeiten stammt, als man sich an Edith Piaf orientiert hat. Also phonologisch kann man das machen, aber phonetisch ist das nicht gut. Ne? Also da müsste schon das umgekehrte R hin, beziehungsweise das wird ja manchmal auch noch verändert in bestimmten Kontexten. Ich habe das jetzt mal hier so gelassen, wie man das oft findet in phonologischen Transkriptionen. Die Schrägstriche geben ja an, phonologische Transkription. Deshalb eben hier das große R, wenn es phonetisch wäre, müsste man es umdrehen. Ja. Gut, dann hatten wir auch das Problem mit den beiden Halbvokalen. Für Deutsche immer schwer. Also oberes Beispiel, Louis, Louis. Also L, Halbvokal ist U und dann I. Und das zweite Wort für Deutsche ist oft sehr schwer zu artikulieren. Das ist der Halbvokal Ü. Und der auf Ü basierende Halbvokal. Also Lui, Lui. Sie hören den Unterschied. Lui, Lui. Klingt ganz anders. Und wenn man deutsche Sprecher hört, bis hin zum Staatsexamen, die sagen dann oft in beiden Fällen Lui. Das ist natürlich falsch. Also Lui, Lui. Das zweite ist
wenn man es objektiv nimmt, also nicht aus deutscher Warte, weil wir im Deutschen so ein halbvokales Ü nicht haben, deshalb ist das für Deutsche schwierig. Aber wenn man das wirklich mal objektiv sieht, ist eigentlich die Aussprache Louis leichter als die Aussprache Louis. Warum ist das leichter? Na, man muss weniger Aufwand betreiben. Es ist nämlich beides mal die gleiche Zungenstellung, denn das I, da ist die Zunge nach oben gedrückt, ne, das ist ein palataler Laut, und der dazugehörige Halbvokal ist genauso gebildet. Der Unterschied ist nur die Lippenrundung. Wir müssen also bei Louis nur einmal die Zunge in die richtige Position bringen. Das können wir schon bei dem L tun. Und dann müssen wir einfach die Lippen breit ziehen. Ne? Louis, da haben wir es. Ne? Während bei dem oberen Beispiel, bei Louis, da müssen wir nicht nur die Lippen breit ziehen, sondern auch gleichzeitig noch die Zungenstellung verändern. Ne? Wenn Sie genau darauf achten, dass wir langsam sprechen, Louis, werden Sie merken, wie sich die Zunge verändert, während bei Louis die Zunge in der gleichen Position bleibt. Da werden nur die Lippen verändert. Also eigentlich ist das untere Beispiel leichter auszusprechen, aber ne, weil man eben durch seine Muttersprache so stark geprägt ist, ist es für deutsche Sprecher sehr, sehr viel schwieriger, Louis zu sagen, als Louis zu sagen. Ne? Aber denken Sie dran, sagen Sie es richtig, Louis oder je suis, ne, das ist genau dieser Laut. So, jetzt hatte ich vorhin schon was berichtet über marginale Phoneme, das waren die in Klammern. Und hier sind sie, das velare N, ne, kommt in so Wörtern vor wie Pressing und Parking, also immer ING geschrieben, das G wird dann nicht besonders ausgesprochen. Pressing, Parking ist halt, kann man sagen, Englisch. In der Tat, auf Englisch wird es so ausgesprochen. Ich habe heute einen Englischlektor der Uni Bamberg gehört, der irgendein Wort mit Ing gesagt hat, und da hörte ich ein K am Ende. Er hat tatsächlich Ink gesagt. Ganz furchtbar. Das ist eigentlich nicht richtiges Englisch. Also Ing. Ja, und das ist hier ins Französische entlehnt worden. Bei Parking ganz klar eine Entlehnung. Ja, obwohl Parking auf Französisch ein bisschen andere Semantik hat. Das ist nämlich der Parkplatz. Und auf Englisch wäre das Parking Place und nicht einfach The Parking oder Parking Lot oder sowas. Ja, aber Parking, Le Parking, der Parkplatz. Aber Sie sehen das nicht genau Englisch. Pressing ist ein ganz interessantes Wort, weil es natürlich to press auf Englisch als Verb gibt. Und Pressing wäre dann das Gerundium zu to press. Aber das heißt ja nicht das Drücken, sondern das heißt Reinigung. Aber auf Englisch kann ich das nicht sagen. Wenn ich auf Englisch sage, I gave my clothes to the pressing, wird überhaupt niemand verstehen, was ich da gemacht habe. No? Da müsste man so the dry cleaner oder sowas, so the dry cleaners sagen. Und auf Französisch ist eben das Wort, das moderne Wort für Reinigung, pressing, no? Le pressing. Das alte Wort für Reinigung, was in Frankreich nicht mehr verwendet wird in der Bedeutung, aber was Sie in Belgien finden und in Kanada finden, ist Tinturerie, eigentlich Färberei. Ne? Tinturier ist der Färber, ist das alte Wort für Reinigung. Übrigens, interessanterweise war das Wort hier auch so. Wenn Sie zum Schillerplatz gehen, da gibt es eine Reinigung. Und interessanterweise gibt es etwas vorher so ein Gebäude, da sind die Symbole der verschiedenen Handwerke. Und da gibt es das Handwerk der Färber. Und die haben ein bestimmtes Symbol. Ich habe die Male nachgeschlagen, diese Symbole der Handwerker. Und das gleiche Zeichen ist auch an dem Gebäude, wo die Reinigung drin ist. Also tatsächlich war es in Deutschland wohl auch so, dass Färben und Reinigen irgendwie was miteinander zu tun hatten. In Kanada und Belgien auch, aber in Frankreich eben Le Pressing. Und ja, das ist ein Pseudolehnwort. Das gibt's halt nicht auf Englisch, aber es ist gebildet worden wie ein englisches Wort. Pseudolehnwörter kennen wir auch aus dem Deutschen. Handy zum Beispiel gibt's auch auf Englisch, das heißt aber dort praktisch. Und nicht Telefon. Wenn Sie sagen, I've lost my handy, dann steht Sie niemand in der englischsprachigen Welt. Und genauso ist es mit Pressing. Das Pressing, Französisch, nichts mit Englisch Pressing zu tun hat,
nicht auf der Hand. Aber Sie sind es auch schon bei Parking. Das ist ja auch nicht genau das Englische, sondern Parking heißt Parkplatz und le parking, der Parkplatz. Und auf Englisch heißt es Parking Lot oder Parking Place oder was heißt. Ja, auf jeden Fall ein marginales Phonem. Das neueren Datums in älteren englischen Lehnwörtern ist das nicht so. Interessant ist, wenn Sie zum Friseur gehen und sich so föhnen lassen wollen, dann heißt das Brushing, le Brushing, da sehen Sie genau diese Ing-Endung. Und dann gibt es auch noch Shampoo. Und Shampoo gibt es offenbar in Frankreich schon länger. Denn das Shampoo heißt auf Französisch le Shampoing. Das ist auch mit ING geschrieben, also grafisch genauso, aber anders ausgesprochen. Also in früheren Zeiten wurden halt englische Lehnwörter anders integriert als heute. Also dieses marginale N für Lehnwörter und Pseudolehnwörter ist erst eine jüngere Erscheinung, also eine des mittleren bis Ende des 20. Jahrhunderts. So, andere Lehn, andere marginale Phoneme oder Lehnphoneme, wie manche Leute auch sagen. Das andere ist Tsch, kommt vor in Ländernamen, Kambodsch, da ist es auch obligatorisch, Kambodscha auf Deutsch, Kampuchea, also Französisch Kambodsch mit diesem Tsch am Ende. Anderes Wort hier, Jungle, Jungle, der Dschungel, Jungle, oder von anderen Sprechern auch Jungle ausgesprochen. Jungle ist die neuere Aussprache. Da ist es, hätte ich das D in Klammern schreiben müssen, was ich hier nicht getan habe, weil sehr weit verbreitet auch hier die Vereinfachung ist. Also viele Leute sagen nicht Jungle, sondern vielleicht die meisten sagen Jungle, Jungle, le Jungle, statt le Jungle. Und da finden Sie die Vereinfachung der Affrikaten, wie sie in der französischen Sprachgeschichte schon mal stattgefunden hat, zwischen Altfranzösisch und Neufranzösisch, also im mittelfranzösischen Bereich, wahrscheinlich sogar schon am Anfang des mittelfranzösischen Bereichs, also so etwa im 15. Jahrhundert, ist je, zum Beispiel in Journal, zu Journal geworden. Der gleiche Prozess wiederholt sich jetzt wieder. Wir haben also tatsächlich hier auch die Vereinfachung von Jungle zu Jungle. Warum passiert das wieder? Erinnern sich die Leute da an was? Nein, das liegt einfach daran, dass es eine Morphemstrukturbedingung gibt, eben dass es keine Affrikaten geben soll. Das ist tatsächlich auch eine synchrone Regel. Vermeide Affrikaten. Und das geht halt im Anlaut. Funktioniert das? Im Auslaut bei Kambodsch, ja, ist diese Morphemstrukturbedingung eben nicht so stark. Deshalb heißt es immer noch Kambodsch und nicht Kambodsch, aber Jungle statt Jungle. Ja, wenn man jetzt aber wirklich die Phoneme des Französischen genauer betrachten will, also erstmal müssten wir uns noch, das schaffen wir heute dann nicht mehr, über die mittleren Vokale unterhalten, die halt auffällig sind, aber man wirklich eine Art Typologie der französischen Phonologie vorlegen will, dann muss man halt sich größere Zusammenhänge anschauen. Man muss in die Phonotaktik gehen. Mit Phonotaktik bezeichnet man eben die Prozesse, die ablaufen zwischen, also innerhalb der Lautkette zwischen Lauten. Also Assimilation, wir hatten das schon mal. Wir hatten schon mal die Stimmhaftigkeitsassimilation, das ist ein phonotaktischer Prozess. Oder die homorgane Assimilation, auch ein phonotaktischer Prozess, also Assimilation. Und da ist das Französische besonders schwierig. Ich habe hier mal den Beispieltext, den viele von Ihnen kennen, weil man das immer in der Einführung macht, genommen über den Nordwind und die Sonne. La bise et le soleil se disputaient. Oh, da chacun... kommt ja schon der Ton. Das sollte eigentlich gar nicht. Aber Sie hören das ja sowieso nicht. La bise et le soleil se disputaient. Chacun also Sie haben hier quand ils ont vu un voyageur die, qui s'avançait, Text und die Übersetzung dazu. Die Übersetzung ist jetzt sehr frei. Das liegt daran, dass ich die nicht selber gemacht habe, sondern für die wörtliche Übersetzung Nordwind und Sonne
Alors la bise s'est mise à souffler de toute sa force. Mais plus elle soufflait, plus le voyageur serrait son manteau autour de lui. Et à la fin, la bise a renoncé à le lui faire rentrer. Alors le soleil a commencé à briller, et au bout d'un moment, le voyageur réchauffé a ôté son manteau. Steht da eins zwischen den Nord und der Sonne, wer von den beiden wohl der Stärkere wäre. Das Wohl fehlt oben und eins fehlt oben auch. Wie kommt das? Naja gut, also dieser Text ist aus einer Sammlung von Beispieltexten in den großen Sprachen der Welt, die Internationale Phonetische Gesellschaft, IPA, herausgegeben hat. Und zwar schon, glaube ich, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Also meine Ausgabe dieses Hefts ist so, glaube ich, aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und da sind halt Beispieltexte phonetisch transkribiert. Und da gibt's halt den Deutschen, der lautet so, wie er da steht. Und den Französischen und den Englischen und viele andere, der lautet so, wie er da steht. Also von daher sind das die Entsprechungen, aber es ist keine wirklich wörtliche Übersetzung. Man kann auch nachvollziehen, woran das liegt. Ich kann auf Deutsch sagen, einst stritten sich Nordwind und Sonne und dann eine Frage dahinter formulieren, eine indirekte, wer eben der Stärkere wäre oder sei. Und das geht auf Französisch nicht. Ich kann, wenn ich se disputé nehme, also la mise et le soleil se disputé, kann ich da nicht eine indirekte Frage anhängen. Und dann muss ich irgendwie sagen, also se disputer sur la question oder apropos de la question de savoir que oder eben so eine Partizipialkonstruktion verwenden, um noch was anzuschließen. Das halt, entspricht halt dem Charakter der Sprache, das so zu machen. Also von daher sind das schon gute Entsprechungen. Ja, und hier haben Sie jetzt die Transkription. Und wenn mich die Technik jetzt nicht völlig verlässt, müssten wir das auch zu Gehör bringen können. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das klingt sehr gut. Also ich bringe das jetzt mal zu Gehör. Und dann können Sie das gleich vergleichen mit der Transkription. Ich muss nur dann nochmal zurückgehen. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort, quand ils ont vu un voyageur qui s'avançait enveloppé dans son manteau. Ils sont tombés d'accord que celui qui arriverait le premier à faire... Kannst du mal vorführen? Na. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort, quand ils ont vu un voyageur qui s'avançait enveloppé dans son manteau. Ils sont tombés d'accord que celui qui arriverait le premier à faire ôter son manteau au voyageur serait regardé comme le plus fort. Alors la bise s'est mise à souffler de toute sa force. Mais plus elle soufflait, plus le voyageur serrait son manteau autour de lui. Et à la fin, la bise a renoncé à le lui faire ôter. Alors le soleil a commencé à briller, et au bout d'un moment, le voyageur réchauffé a ôté son manteau. Ainsi, la bise a dû reconnaître que le soleil était plus fort. Da haben wir mal eine geschlossene Silbe mit dem Halbvokal am Ende. Se, offen, dis, da haben wir eine geschlossene Silbe. Pu, offen, te, offen, cha, quin, a, su, ran, qui, le. Alles offen, jetzt tel, geschlossen, plus, fort. Die letzte Silbe, fort, ist wieder geschlossen, alle anderen offen. Also ganz wenig geschlossene Silben, das sagst du nochmal, lay, soleil, dis, tel und fort. Und ja, wenn Sie Französisch können, wird Ihnen natürlich auffallen, dass die Silben nicht mit den Wörtern übereinstimmen. Also wenn Sie sich das angucken, tel ist ja gar kein Wort. Da ist ja das, da steckt ja die zweite Silbe des Worts été drin und dann der Artikel, der sonst le heißt. Der heißt ja nur noch l, also tel wird daraus. Und das ist eben das Besondere des Französischen. Es findet eine sogenannte Resyllabierung statt. Im Zusammenhang werden halt die Silben umgruppiert, sodass wir also immer offene Silben haben. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort.
Was vor allen Dingen auch vermieden wird, ist, dass zwei Vokale aufeinander stoßen. Das gibt es hier nur einmal, nämlich chacun assurant, da haben Sie un assurant, chacun assurant. Und das klingt nicht schön für Franzosen, weshalb die manchmal auch hören, chacun assurant, aber das ist nicht korrektes Französisch, ne? Da noch ein N dazwischen zu sprechen. Also chacun assurant ist richtig, aber das ist ein sehr seltener Fall. Man nennt dieses Problem hiat, wenn zwei Vokale aufeinandertreffen. Das will man im Französischen eigentlich nie haben. Im Deutschen haben wir das Problem nicht, weil wir so einen Knacklaut dann da sprechen. Wir würden dann sagen, wenn man das Deutsch ausspricht, chacun assurant. Und dieser Knacklaut, der ist natürlich in den romanischen Sprachen nicht vorhanden. Und hier treffen wir also tatsächlich zwei Vokale aufeinander. Chacun assurant. Schwierig zu sprechen. Ja, was fällt noch auf? Wir haben im Französischen noch eine Besonderheit. Nämlich wir haben keinen Wortakzent wie in den anderen romanischen Sprachen oder auch im Deutschen. Wir haben mehrere Wörter zusammen, die einen Akzent einer bilden. Also wenn Sie das erste anschauen, la bise le soleil, ne, der eigentliche Hauptakzent liegt auf lay von soleil. Bise, das ist hier angedeutet, durch den Strich unten, liegt ein Nebenakzent. La bise le soleil. Ne. Se dispute, ne, das ist der Akzent nur auf der letzten Silbe dieser ganzen Wortgruppe. Se dispute. Das ist aber eine ganz lange Wortgruppe. Chacun assurant. Ja, mit Nebenakzent auf dem R. Chacun assurant. Qu'il est tel plus fort. Ja, Nebenakzent auf dem Tel. Qu'il est tel plus fort. Ja, und Hauptakzent auf dem Fort. Wir haben also hier insgesamt von der Akzentstruktur her nur vier Wörter. La bise du soleil, erstes Wort. Se disputer, zweites Wort. Chacun assurant, drittes Wort. Le tel plus fort, das vierte Wort. Ja, sogenanntes Mophonetik oder phonetisches Wort. Ja, also eine Akzenteinheit, wenn man das Wort als Akzenteinheit auffasst, ja, umfasst immer mehrere lexikalische Wörter. Das ist eine weitere Besonderheit des gesprochenen Französisch. Das ist übrigens auch der Grund, warum man Französisch so schlecht verstehen kann. Das Hörverständnis ist schwer für Deutsche zumindest oder für alle Sprecher, die daran gewöhnt sind, dass jedes Wort einen Akzent trägt. Das ist im Französischen eben nicht der Fall. Man muss dann also auch immer ganze Wortgruppen verstehen und das erschwert das Verstehen des Französischen. Kommen noch andere Schwierigkeiten dazu. Es gibt sehr viele homophone Wörter im Französischen, die also gleich klingen, aber unterschiedlich geschrieben werden. Also diejenigen, die im Seminar sind, kennen das schon. Si, 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 près, si, sans, si, 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 sans, si, si, près. Also si, 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 près heißt, wenn sechs sägen, sechs Zypressen sägen. Wenn sechs sägen, sechs Zypressen sägen. Immer si, 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 près. Und werden natürlich alle unterschiedlich geschrieben, deshalb kann man das dann an der Schriftsprache gut unterscheiden, aber wenn man das hört, kann man es nicht so gut unterscheiden, weil eben alles gleich klingt. Das macht das Französische schwer, wenn es ums Hörverstehen geht. Da müssen dann die Fachdidaktiker natürlich dann sehen, wie sie das Französisch Lernenden geschickt beibringen. Aber es ist natürlich tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Besonderheit des Französischen. So ist wahrscheinlich der Grund, also diese beiden Dinge, die starke Neigung zur Homophonie und die Neigung zu sogenannten auch sehr langen phonetischen Wörtern, warum also französische Fernsehsender dazu übergegangen sind, vor allen Dingen, wenn sie ein internationales Publikum haben, das Französische auch gleich zu untertiteln, ne, mit französischen Untertiteln. Und dann lässt sich das leichter lesen, denn für Französischsprecher, die jetzt nicht aus Frankreich kommen, gibt es da nochmal zusätzliche Schwierigkeiten, weil es außerhalb Frankreichs regionalfranzösische Varianten gibt, die zusätzliche Akzente eingeführt haben. Insbesondere in Afrika, aber zum Teil auch in Quebec. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein zusätzliches Problem. Ja, also das ist eine weitere Besonderheit. Mophonetik habe ich genannt. Dann haben Sie hier Vokallängungen, und zwar insbesondere, wenn ein
Vokal, eine Silbe betont ist. Soleil, und Fort. Und zwar in geschlossener Silbe. Vokallängerungen treten im Französischen in geschlossener Silbe vorwiegend auf vor stimmhaften Konsonanten. Soleil, das J ist immer stimmhaft, das ist ein Sonorant. Sonant, hat das Merkmal Sonorant, Sie wissen das schon. Oder vor eben auch. Und da tritt dann eine Längung ein. Und ein bisschen Längung gibt es auch noch in anderen Kontexten, also auch in der unbetonten Silbe, in la bise de soleil. Wahrscheinlich liegt das auch an dem stimmhaften Konsonanten, aber die Längung ist nicht ganz so lang, deshalb habe ich hier nur so ein kleines Dreieck, ein Längenzeichen und eine leichte Längung in bise, bise de soleil. Ja. Gut, dann der Schwa hatte ich Ihnen ja auch schon versprochen, dass man dazu was sagen muss. Es gibt eine Tendenz im Französischen, Schwas nach Möglichkeit immer zu tilgen. Also Schwa möchten wir nicht. Und dann gibt es halt Fälle, wo der Schwa verschwinden muss, wie zum Beispiel in qui l'est-il plus fort, also wer sagt qui l'est-il le plus fort, spricht deutschen Akzent, qui l'est-il plus fort, da kommt es zur Schwa-Tilgung, weil das Schwa zwischen, also am Ende einer offenen Silbe ist und die offene Silbe hat einen einfachen Anfangsrand, das L an dieser Stelle, und damit kann sich die ganze Silbe an das Wort davor anlehnen und damit verschwindet das Schwa, qui l'est-il plus fort. Das könnte man erwarten natürlich bei La Bise le Soleil und tatsächlich, wenn Leute schnell sprechen, in der sogenannten Allegro-Sprechweise, würde man auch da das Schwa tilgen, La Bise le Soleil, La Bise le Soleil. Aber das E trägt keinen Akzent, auch keinen Nebenakzent, der Nebenakzent ist auf dem B, also das E ist unbetont. Und dadurch, dass es unbetont ist, kann sich das nächste Wort da nicht richtig dran anlehnen und deshalb bleibt das Schwa hier erhalten, außer in Allegro-Sprechweise. Also da haben wir die Möglichkeit, das Schwa zu tilgen, von der aber nicht zwingend Gebrauch gemacht wird. Weiter unten in qui l'est-il plus fort, da ist die Schwa-Tilgung zwingend. Ganz am Anfang, la bise le soleil, da kann das Schwa noch auftreten, weil das E eben nicht betont ist. Also Sie sehen da nochmal Besonderheiten, die halt die Silbenstruktur verändern. Ja, und ansonsten dürfte kein Schwa hier drin sein. Also wie gesagt, Schwas werden getilgt. Das heißt also, wir haben im Französischen eine Neigung zu offenen Silben und zur Verkürzung von Silben eben auch. Also Schwa fällt nach Möglichkeit weg. Ja, also insgesamt eben diesen Fall der Resilabierung. Bei der Resilabierung ist natürlich besonders wichtig, ein einfacher Konsonant am Ende eines Wortes rutscht in den Anfangsrand des nächsten Wortes, wenn dieses mit Vokal beginnt. Können Sie sehr schön sehen, la bise le soleil. Das stimmhafte S von bise rutscht in den Anfangsrand von E. La bise c'est le soleil. Deutsche sprechen das meistens falsch aus und sagen la bise et le soleil. Falsch. La bise c'est le soleil. La bise c'est le soleil. Also der letzte Konsonant eines Wortes wird bei der Resilabierung oder der Resilabifizierung in den Anfangsrand des nächsten Wortes gesteckt. Und dieses Phänomen, was ganz charakteristisch ist für das Französische, nennt man Enchaînement, Verkettung. Und das ist auch etwas, was man eigentlich im Französischunterricht ab der ersten Klasse Französisch lernen muss. Leider wird es nicht gemacht in Deutschland. Und so setzt sich dann eben diese Aussprache fest, die Franzosen immer als abgehackt empfinden. Wir sagen immer, ach, die Deutschen, wenn die sprechen so abgehackt. Ja, das liegt eben genau daran, dass eben Französisch lernende Deutsche eben dieses Enchaînement nicht machen.
Es gibt einen Sonderfall des Enchaînements, den Sie alle kennen, nämlich den, dass Konsonanten, die sonst gar nicht vorhanden sind, plötzlich wieder auftauchen. Und diese Form des Enchaînements nennt man Liaison. Liaison. Sie haben zum Beispiel ein Wort wie quand, wann oder wenn, quand. Und danach kommt das Wort il. Und dann sagt man eben quand-il, quand-il, statt quand-i. Das kann man schlecht aussprechen. Und dann taucht ein Konsonant auf, der sonst nicht da ist. Das ist auch wieder das Enchaînement, denn dieser Konsonant rutscht ja in die erste Silbe des Folgewortes, bildet den Anfangsrand. Aber der ist halt sonst nicht da. Hier in dem Beispiel sind alle Konsonanten schon vorher da. Das ist also das einfache Enchaînement. Und dann gibt es halt noch die Liaison, ein Sonderfall des Enchaînements, wo Konsonanten, die sonst nicht da sind, plötzlich wieder auftauchen. Oder auch, das sind auch manchmal Konsonanten, die nie da sind. Zum Beispiel Katilfe, Katilfe, das T bei Katilfe kommt aus dem Nichts. Ja, eben auch, um diese Silbenstruktur zu ermöglichen. Der Grund ist eben genau, so eine Silbenstruktur herzustellen, in der eben alle Silben mit einem Konsonanten beginnen, nach Möglichkeit. Und in der keine Vokale aufeinandertreffen, wie hier, dieser sogenannte Hiat in Chacun Assurant. Das ist halt etwas, was man nicht gerne haben möchte. Ja, also Sie sehen, das Französische, da passiert, im Französischen passiert sehr viel zwischen den Wörtern. Die Wortgrenzen werden meistens aufgehoben und es kommt eben zu diesem sogenannten Enchaînement, einem Sonderfall der Phonotaktik, also in dem eben tatsächlich die Silbenstruktur stark verändert wird. Es gibt noch weitere Dinge, die Sie vielleicht gehört haben, wenn Sie sich nochmal erinnern an die Aufnahme. Ich kann Ihnen die auch nochmal vorspielen, dann hören Sie es vielleicht nochmal. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort, quand ils ont vu un voyageur qui s'avançait, enveloppé dans son manteau. Ils sont tombés d'accord que celui qui arriverait le premier à faire ôter son manteau au voyageur serait regardé comme le plus fort. Die Sprecherin sagt, wenn sie genau alors la bise s'est mise à souffler de toute sa force. Mais plus elle soufflait, plus le voyageur serrait son manteau autour de lui. Et à la fin, la bise a renoncé à le lui faire ôter. Das ist vor allem alors le soleil a commencé à briller. Et au bout d'un moment, le voyageur réchauffé a ôté son manteau. Und in Frankreich ainsi, selber, la bise a dû reconnaître que le soleil était le plus fort des deux. Das Französische ist zwar Standardfranzösisch, was sie spricht. Aber so ein bisschen hört man das noch durch in der Aussprache, dass es so einen westfranzösischen Akzent gibt. Und da ist eben der Fall, dass vor einem hellen Vokal I oder Ü Explosive wie D, also insbesondere dentale Explosive, D oder T, Tü ist das andere Wort, Tü, Tü, das klingt da so ein bisschen wie Zü, D und T assimiliert werden. Und dann so einen leichten, so einen zusätzlichen Frikativ da dazwischen bekommen, zwischen den Konsonanten und dem Monokal. Auch das sind so Assimilationserscheinungen, die halt zeigen, dass das Französische sehr stark, sehr viele Prozesse zeigt zwischen den einzelnen Lauten innerhalb der Lautkette, also im Bereich der Phonotaktik. Ein bisschen assimiliert auch bei Ki. Qui l'était le plus fort? Da sehen Sie eben auch sehr schön, das K wird so ein bisschen an das I auch angepasst. Aber das kennen Sie aus dem Deutschen. Wir hatten das schon mal mit Kirche statt Kuchen. Das ist also genau derselbe Prozess. Ja. Eine Sache, die man hier nicht so schön sieht, das L in Kiel, würde vor einem Konsonanten ausfallen. Hier folgt ein Vokal, qu'il était le plus fort, qu'il était le plus fort. Da sehen Sie, das L von qu'il bleibt erhalten, von il bleibt erhalten. Wenn da ein Konsonant käme, ist im weiteren Text der Fall, fällt dieses L häufig aus. Also noch weitere silbenvereinfachende Prozesse. Also Einfachheit der Silbe ist halt ganz charakteristisch für Französisch. Ja. Gut, damit bin ich hiermit durch. Ich